Ja, herzlich willkommen heute Abend zu unserem Kolloquium. Die, die uns schon länger begleiten, wissen ja, dass wir aus den verschiedenen historischen Kontexten der Stiftung uns bemühen, immer hier ja Expertinnen zu bringen, die dazu was beitragen können. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Sarah Fründ und ich bin im Fachbereich Kultur und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten für die menschlichen Überreste zuständig. Und wenn man sich mit menschlichen Überresten und kolonialen Kontexten und anatomischen Sammlungen beschäftigt, dann stößt man natürlich sehr schnell darauf, dass es in anatomischen Sammlungen auch andere Unrechtskontexte gibt, nämlich die nationalsozialistischen Unrechtskontexte. Und deswegen habe ich heute Abend Frau Dr. Hildebrand eingeladen, um ein bisschen über die Unrechtskontexte zu berichten, weil ich glaube, dass es sehr, sehr spannend und sehr interessant für uns alle sein kann, wenn wir uns ein bisschen übergreifend mit diesen verschiedenen Kontexten beschäftigen und einfach mal schauen, was sich daraus vielleicht ergibt. Wie immer ist es so, dass wir den Vortragsteil aufzeichnen, den Diskussionsteil später nicht. Wir machen es so, dass ich im Anschluss an den Vortrag selbst einige Fragen stelle, aber wenn ich sehe, dass es aus dem Publikum reges Interesse gibt, würde ich auch sehr schnell an Sie alle übergeben, damit es auch eine interessante und angeregte Diskussion werden kann und ich Ihnen nicht die Zeit stehle. Ich würde jetzt einmal kurz noch Frau Dr. Hildebrand vorstellen und dann direkt an Sie übergeben. Frau Sabine Hildebrand lehrt Anatomie und Geschichte der Anatomie an der Harvard Medical School und am Harvard College und hat sich jetzt schon sehr lange mit der Geschichte und Ethik der Anatomie beschäftigt und bringt in ihrer Forschung und auch Lehre im Prinzip Anatomie, Medizingeschichte und Medizinethik zusammen. Was man wahrscheinlich am ehesten kennt von ihren Werken, ist das 2016 erschienene Buch The Anatomy of Murder, Ethical Transgressions in and Anatomical Science During the Third Reich, was eigentlich eine der ersten großen, übergreifenden, systematischen Untersuchungen zur Anatomie im Nationalsozialismus ist. Sie war außerdem Mitglied der Historischen Kommission zur Reichsuniversität Straßburg 1941 und 1944 und hat zur Geschichte des Straßburger Instituts geforscht. Und ist Co-Vorsitzende der Lancet Commission on Medicine and the Holocaust, Historical Evidence Implications for Today, Teaching for Tomorrow, wo der Report gerade, also vor einem knappen Monat veröffentlicht wurde. Und man kann tatsächlich auch online den Launch sich nochmal angucken und das alles nachlesen. Das ist sicherlich auch interessant für einige hier. Sie ist außerdem Mitglied der American Association for Anatomy Task Force on Legacy Collections und Editor der Anatomical Science Education für die Bereiche Geschichte und Ethik. Und dieses Hin- und Herspringen zwischen Deutsch und Englisch fällt mir heute Abend offenbar sehr schwer. Ich hoffe, das fällt Ihnen nicht so schwer, Frau Hildebrand. Und damit würde ich das Wort jetzt gerne an Sie übergeben. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung, Frau Fründ, und auch für die Einladung. Jetzt will ich mal versuchen, dass mein Vortrag auch zu sehen ist. Ich nehme an, dass er jetzt zu sehen ist. Ist es richtig? Ja, perfekt zu sehen im Prima, Modus. Alles gut. gut. Prima. Also, ich werde. Mein Thema offiziell ist heute Anatomie im Nationalsozialismus und das Wiener Protokoll vom Umgang mit materiellem und immateriellem historischem Erbe. Und ich werde in der ersten Hälfte ein paar Fakten zur Anatomie im Nationalsozialismus vorstellen und dann vor allen Dingen darüber sprechen, was wir seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wirklich gemacht haben in Bezug auf den Umgang mit den tatsächlichen materiellen und immateriellen Erbe aus dieser Zeit. Und das alles beschäftigt uns alles weiterhin heutzutage ganz immens. Ich beginne mit Libertas Haashaio und Harro Schulze-Boysen. Sie sehen sie hier im Jahr 1935, ein Jahr bevor die beiden heirateten. Libertas war eine Publizistin in der deutschen Filmindustrie in Berlin und Harro Schulze-Boysen war ein Offizier im Reichsluftfahrtministerium. Sie beide waren im militärischen Widerstand, Entschuldigung, nicht im militärischen Widerstand, sondern im politischen Widerstand gegen Hitler und seine Partei und waren sehr bald Teil einer Gruppe, die später bekannt wurde als das Rote Orchester, The Red Orchestra.
Die Aktivitäten dieser Gruppe wurden im Sommer 1942 entdeckt. Sie wurden alle gefangen genommen und wurden vor Gericht gestellt. Libertas und Harro Schulze-Boysen hatten ihre Gerichtsverhandlung am 19. Dezember 1942 und wurden wegen Hochverrates zum Tode verurteilt. Wie alle Gefangenen, die zum Tode verurteilt wurden, war es auch Libertas Schulze-Boysen erlaubt, am Tage ihrer Hinrichtung zuvor noch einen letzten Brief an die Familie zu schicken. Das war am 22. Dezember 1942. Und in diesem Abschiedsbrief an ihre Mutter äußerte sie sehr klare Ideen darüber, was mit ihrem Körper nach ihrem Tode geschehen sollte. Sie schrieb: „Ich habe als letzten Wunsch gebeten, dass man dir meine Materie überlässt. Begrabe sie, wenn es geht, an einem schönen Ort, mitten in der sonnigen Natur." Das ist allerdings nicht, was geschah. Was tatsächlich geschah, lernen wir von einer anderen jungen Frau, Charlotte Pommer, die soeben approbierte Ärztin war und als Assistentin von Professor Hermann Stieber arbeitete, dem Direktor der Anatomie der Universität Berlin. Pommer wollte Anatomin werden. Jahre später erinnert sie sich an diesen Abend des 22. Dezember. An diesem Abend sind auf Befehl des Führers 11 Männer gehängt und außerdem 5 Frauen dekapitiert worden. 15 Minuten später lagen sie aufgebahrt im Sternsaal der Anatomie, auf dem ersten Tisch Libertas, auf dem dritten der große leblose Körper ihres Ehemannes. Ich war erstarrt und konnte meine Aufgabe als Assistenz von Professor Stiebe, der seine wissenschaftlichen Untersuchungen wie immer mit großer Sorgfalt und einem ungewöhnlichen Fleiß durchführte, kaum noch mechanisch folgen. Nach den Eindrücken dieser Nacht habe ich meine Stellung gekündigt. Und während nun die angehende Anatomin Charlotte Pommer ihre Stellung kündigte, blieb Hermann Stiebe, ihr Chef, weiterhin im Amt bis zu seinem Tode im Jahr 1952. Das war ohne Unterbrechung möglich, weil er niemals der NSDAP, der Nationalsozialistischen Partei, beigetreten war. Allerdings wissen wir aus seinen Publikationen, dass er am sogenannten Material von Hunderten von hingerichteten Menschen gearbeitet hatten. Das waren Menschen, die nach Zivil- und Militärprozessen hingerichtet wurden in den Gefängnissen, nicht etwa in den Konzentrationslagern. Was wir auch wissen, war, dass er bis 1920 vor allem Tierexperimente zum Einfluss von chronischem und akutem Stress auf die reproduktiven Organe unternommen hatte. Und dann in den 20er Jahren mit einem Gedankenexperiment begann, in dem er die Situation von zum Tode verurteilten Gefangenen im Sinne seines Tierexperimentes interpretierte. Er sah die Gefangenschaft und Todesangst dieser Menschen als Stressoren auf die Gewebe ihrer Körper an und untersuchte also die Leichen von hingerichteten Männern in den 1920er Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wurden in der Weimarer Republik keine Frauen hingerichtet. Das war erst wieder unter den Nationalsozialisten der Fall. Und Hermann Stiebe untersuchte dann nach seinem Umzug von Halle nach Berlin von 1935 an hingerichtete Frauen und studierte an ihnen den Effekt psychischen Traumas auf Menstruation und Morphologie der reproduktiven Organe. Das haben vor allen Dingen Udo Schagen und Andreas Winkelmann untersucht. Wenn wir uns jetzt, wenn wir wirklich verstehen wollen, was mit Libertas Schulze-Boysen und mit den Anatomen dieser Zeit geschah, müssen uns wir die verschiedenen Aspekte der Anatomie im Nationalsozialismus vor Augen stellen. Da ist zunächst der Zusammenhang zwischen Anatomie und Politik, dann die Toten, die die Leichenversorgung ausmachten in dieser Zeit und vor allen Dingen dann auch eben die Leichen von Opfern enthielten. Hier sehen wir die Nutzung dieser Leichen von Opfern in Lehre und Forschung und ganz deutlich dann klare Stufen einer ethischen Entgrenzung innerhalb der Anatomie. Und schlussendlich werden wir über Kontinuitäten und Konsequenzen aus dieser Geschichte sprechen müssen. Das Bild, das Sie hier sehen, zeigte die Anlieferung von Särgen mit den Leichen von Hingerichteten in der Anatomie in Wien in 1943. Das ist eine Kohlezeichnung des Illustrators Leopold Metzenbauer, der diese Vorgehen hier wahrscheinlich heimlich dokumentierte. Zunächst also zum Zusammenhang zwischen Anatomie und Politik. Hier müssen wir uns vor Augen stellen, dass sobald
die Nationalsozialisten die Macht vollends übernommen hatten, 1933, sie eine Reorganisation der Universitäten anstrebten, die Universitätsleitungen, die bis dahin in den Händen der einzelnen Staaten gelegen hatten, wurden in den Händen des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung in Berlin zentralisiert. Dieses Ministerium war dann zuständig für die Forschungsförderung in der Anatomie, für die anatomische Gesellschaft, für Berufungen und auch für das Leichenwesen, wobei es sich diese Verantwortung mit dem Reichsjustizministerium teilte, wenn es um die Leichen von Gefangenen und Hingerichteten ging. Die neue Regierung der Nationalsozialisten suchte auch eine Gleichschaltung der Wissenschaften im Namen der nationalsozialistischen Doktrin und die Anwendung aller Wissenschaften schlussendlich dann für Kriegszwecke. Und innerhalb von 3 Monaten im April 1933 gab es Gesetze, die zur Entlassung aller sogenannten Nicht-Arier und politisch oppositionellen Menschen führte. Das waren ungefähr 20% der Akademiker, die 1933 an den Universitäten angestellt waren. Das geht auf eine Studie, diese Zahl geht auf eine Studie von Grüttner und Kienast zurück. Wenn wir uns jetzt das politische Spektrum der Anatomen betrachten, müssen wir bedenken, dass die Anatomen damals alle als Ärzte ausgebildet waren. Und wir wissen aus den Arbeiten von Michael Kater und anderen, dass Ärzte als Berufsgruppe eine sehr viel höhere Beitrittsrate zu den verschiedenen nationalsozialistischen Gruppierungen hatten als irgendeine andere Berufsgruppe. Wir haben im Moment politische Daten für 180 von 235 Anatomen, die in Deutschland und den annektierten und besetzten Gebieten tätig waren. Von diesen 180 wurden schlussendlich 55 entlassen. Ihre Karriere wurde unter oder abgebrochen aus rassistischen und politischen Gründen. In den meisten Fällen führte das zu einer Zwangsemigration. Ansonsten waren diese Menschen gefährdet, im Konzentrationslager zu landen oder getötet zu werden. Von den 125 Anatomen, die in Deutschland und den besetzten und annektierten Gebieten verblieben, waren 103 der NSDAP beigetreten, das heißt eine große Mehrzahl dieser Anatomen. Auch sehr hoch sind die Zahlen der Mitgliedschaften in der SA und in der SS. Nur 10 dieser 125 hatten keinerlei Mitgliedschaften in nationalsozialistischen Organisationen. Die Anatomen hatten eine wesentliche Rolle in der staatstragenden Wissenschaft der Rassenhygiene. Im Prinzip war das die deutsche Version der internationalen Eugenikbewegung. Allen voran ist hier Eugen Fischer zu nennen, der Ordinarius der Anatomie in Freiburg war bis 1927. In dem Jahr wurde er der Gründungsdirektor des Kaiser-Wilhelm-Institutes für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik in Berlin und fungierte auch als Rektor der Universität Berlin von 33 bis 34. Sie sehen ihn hier in einer offiziellen Funktion in dieser Zeit. Als physische Anthropologen trugen Anatomen zur wissenschaftlichen Legitimation der nationalsozialistischen Politik bei, durch rassenhygienische Argumente für Antisemitismus, Rassismus und eugenische Maßnahmen. Dies taten sie, indem sie führend waren in rassenhygienischer Forschung und Theoriebildung, als akademische Lehrer der Rassenhygiene und auch als Gutachter an den Erbgesundheitsobergerichten zum Beispiel, erstellten diese die Gutachten zur Zwangssterilisation. Ein ausgesprochener Ideologe des Nationalsozialismus war der Österreicher Eduard Pernkopf, der 1933 zum Ordinarius der Anatomie an der Universität Wien berufen wurde. Er trat im gleichen Jahr der NSDAP bei, auch der SA. Diese Formationen waren illegal in dieser Zeit in Österreich, das erst 1938 dann annektiert wurde von Deutschland im sogenannten Anschluss. Da wurde Pernkopf dann sofort zum Dekan der Medizinischen Fakultät Wien berufen und war zuständig für die Entlassung von mehr als der Hälfte aller Fakultätsmitglieder aus sogenannten rassischen und politischen Gründen. Und er fungierte auch als Rektor der Universität Wien, verlor natürlich alle diese Posten nach dem Krieg, war in Kriegsgefangenschaft, durfte aber trotzdem an die Universität zurückkehren, um seinen Atlas fertigzustellen.
Diesen hatte er schon vor 1938 begonnen. Der erste Band kam 1937 heraus, der letzte 1960. Es handelt sich dabei um den sogenannten Perlenkopf-topografischen Anatomie des Menschen. Die erste US-amerikanische Ausgabe kam heraus 1963 und war eine von vielen Übersetzungen. Und dieser Atlas wurde sofort sehr populär unter Anatomen und Chirurgen aufgrund des großen Detailreichtums und einer neuen Drucktechnik, die so genaue und brillante Bilder wie diesen Halssitus hier ermöglichte. Schon zu dem Zeitpunkt der Herausgabe der amerikanischen Ausgabe kam es zu Nachfragen zum politischen Hintergrund des Atlas und seiner Autoren. Und diese Diskussionen wurden aber erst in den 1990 Jahren dann wirklich in die Öffentlichkeit hineingetragen, sodass gefragt wurde, warum zum Beispiel der Zeichner Erich Lepje ein Hakenkreuz in seiner Unterschrift hinterließ, Karl Entresser das Doppel-S in seinem Namen als SS-Rundschub während der Kriegsjahre oder Franz Bartke, dass die Zahl 4 dann im Jahr 44 als SS-Runen. Diese und andere Auffälligkeiten führten dann dazu, dass der New Yorker Kieferorthopäde Howard Israel den Kollegen Bill Seidelman, einen geschichtshistorisch interessierten Allgemeinpraktiker, kontaktierte und zusammen initiierten sie dann eine Anfrage im Jahr 1994 der Yad Vashem Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem an die Universität Wien zum historischen Hintergrund des Perlenkopf-Atlases. Nach einigem Leugnen war die Universität dann doch so weit, eine eingehende historische Untersuchung durchzuführen, wobei sich herausstellte, dass in der Tat Perlenkopf der Nazi-Ideologe war, als der verdächtigt wurde. Auch die Illustratoren hatten nationalsozialistischen Sympathien. Und es wurde vor allen Dingen festgestellt, dass der Wiener Anatomie mehr als 1300 Leichen von hingerichteten Menschen aus den Zivil- und Militärhinrichtungsstätten in Wien zugesprochen wurden. Im Moment ist unklar, welche dieser Leichen tatsächlich in diesen Bildern dargestellt werden. Das bringt uns aber jetzt insgesamt zu der Tatsache, dass tatsächlich diese Bilder verdächtig sind, Opfer des Nationalsozialismus zu zeigen. Und das bringt uns zum Thema der Änderung der Leichenversorgung in der Anatomie im Nationalsozialismus. Traditionell war die Leichenbeschaffung in der Anatomie in Deutschland wie auch anderswo auf der ganzen Welt auf Gesetze ge gestellt, die sich in den Jahrhunderten davor etabliert, die da in den Jahrhunderten davor verabschiedet wurden, bei denen Leichen von Menschen, die in öffentlichen Einrichtungen starben und die nicht von deren Familien beansprucht wurden, dass diese Leichen in die Anatomien beschafft werden durften. Darunter waren in der Regel die Leichen von verstorbenen psychiatrischen Patienten, sehr häufig auch Selbstmörder, verstorbene Gefangene und unter den verstorbenen Gefangenen dann auch Hingerichtete. Das änderte sich jetzt qualitativ praktisch unter den Nationalsozialisten, denn hier kamen jetzt zusätzlich Opfer im Rahmen dieser verschiedenen traditionellen Quellen hinzu. Unter den verstorbenen psychiatrischen Patienten sehen wir Opfer der sogenannten Euthanasie, des Patientenmordes der Nationalsozialisten. Unter den Selbstmördern haben wir mehr jüdische Menschen, die natürlich die Hauptverfolgten waren in dieser Zeit. Unter den verstorbenen Gefangenen haben wir mehr politische Gefangene aufgrund der neuen nationalsozialistischen Gesetzgebung, mehr Tote durch die steigende Gewalt, insbesondere auch in den Gestapo-Gefängnissen, mehr Tote auch aufgrund der ungeheuerlichen Lebensbedingungen in den Lagern, nicht nur in den zentralen Konzentrationslagern, sondern auch in den dezentralen Lagern für Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, die häufig in größerer Nähe zu den Anatomien gelegen waren als die zentralen Konzentrationslager. Und unter den Hingerichteten sehen wir jetzt absolut steigende Zahlen. Während in der Weimarer Zeit von 1919 bis 1933 insgesamt nur in Anführungsstrichen nur 200 Hinrichtungen stattfanden, ausschließlich von Männern, kam es nun unter den Nationalsozialisten zu einem exponentiellen Anstieg der Zahl. Dies ist eine konservative Schätzung, dass es ungefähr 30.000 Hinrichtungen nach
Zivil- und Militärprozessen waren. Und hierunter waren jetzt auch Frauen. Wie gesagt, das waren Prozesse im Gefängnissystem und Hinrichtungen im Gefängnissystem, nicht etwa in den Lagern. Und wir wissen, dass viele von diesen Leichen tatsächlich dann auch den Anatomien zugesprochen wurden. Im Moment haben wir eine dokumentierte Zahl von 3.930 hingerichteten Menschen, von denen die meisten beim Namen bekannt sind. Und wir arbeiten im Moment weiterhin an der Erstellung von vollständigen Biografien. Ich selbst habe mich um die Identifizierung der Opfer auf Stieves Liste bemüht. 1946 wurde Hermann Stewe von der sowjetischen Militärregierung aufgefordert, eine Liste mit den Namen der in der Berliner Anatomie von 33 bis 45 verwendeten Leichen zu erstellen. Das war ihm allerdings unmöglich, denn das Leichenbuch war nach dem Kriege auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Allerdings war es ihm möglich, eine fragmentarische Liste aufzustellen, denn er hatte relativ detaillierte Forschungsunterlagen. Und diese Liste ist in diversen Kopien in Berliner Archiven vorhanden. Ich besorgte mir also diese Liste und ging damit zur Gedenkstätte des deutschen Widerstandes in Berlin, wo die Historikerkollegen eine Dokumentensammlung zu den in Berlin hingerichteten Menschen erstellt haben und so freundlich waren, dass ich diese Dokumentensammlung einsehen durfte. Wir haben jetzt also die Namen von allen 174 Frauen und 8 Männern auf dieser Liste und wir wissen zum Beispiel, dass Liberta Schulze-Boysen Nummer 37 auf dieser Liste war. Wir haben viele Daten zu diesen Menschen. Ich möchte hier nur ganz kurz darauf zu sprechen kommen, warum sie hingerichtet worden waren. Etwa die Hälfte war des Hochverrats angeklagt. Unter den Nationalsozialisten führte auch gewisse Form von Diebstahl dann zur Hinrichtung. Die sogenannte Zersetzung der Wehrkraft konnte verschiedene Aspekte haben, zum Beispiel entlaufenen Gefangenen helfen oder auch dumme Witze über Hitler machen. Und häufig hatten auch die Anklagen von Brandstiftung und Mord tatsächlich politische Hintergründe. Diese Frauen kamen aus allen Schichten der Gesellschaft. Sie waren Hausfrau, Sozialarbeiterin, Sekretärin, politische Aktivistin, Unidozentin, Lehrerin, Zwangsarbeiterin, Künstlerin, Schneiderin, Tänzerin. Allen diesen Frauen gemein war, dass sie wegen politischer Gründe verurteilt und hingerichtet wurden und dass ihre Leichen in der anatomischen Lehre und Forschung genutzt wurden. Und hier sehen wir dann eben diese ganz klaren Stufen einer ethischen Entgrenzung. Zum Beispiel wissen wir nicht, was die Begegnung mit den Leichen dieser Opfer für eine ganze Generation von Ärzten bedeutete, die an den Leichen dieser Opfer ihre Anatomie lernten. Sehr wenige von ihnen sprachen nach dem Krieg über ihre Erlebnisse. Und einer dieser wenigen, der dies auch noch dazu öffentlich tat, war Heumer von Dietfurt, der Publizist, dessen Autobiografie posthum 1993 veröffentlicht wurde. Sie sehen, er war Medizinstudent in Berlin während des Zweiten Weltkriegs, also bei Hermann Stiebe. Sie sehen ihn in seiner Wehrmachtuniform, denn auch die Studenten mussten Kriegsdienst leisten. Und er erinnert sich in seiner Autobiografie: Wir Studenten wussten, an wessen Überresten wir das für einen Arzt notwendige anatomische Wissen erwarben. Und insbesondere in Berlin und ähnlichen großen Städten wussten sie das ganz genau, weil diese Plakate überall angeklebt waren, die genau bekannt machten, wer, wann und warum hingerichtet worden war. Außerdem war Dietfurt einer der ganz wenigen, die öffentlich über ihre mögliche Mitschuld nachdachten. Er schrieb: Bedeutet dieses Mitwissen allein schon Mitschuld? Es ist nicht leicht, über die Frage mit sich ins Reine zu kommen. Ich neige heute dazu, sie zu bejahen. Wir kennen kein ähnliches Bekenntnis von irgendeinem der Anatomen, die diese Leichen nicht nur in Lehre, sondern auch in Forschung eingesetzt haben. Einer dieser Anatomen war Hermann Voss, Anatom in Halle, dessen Karriere etwas stecken geblieben war und deswegen trat er dann 1937 doch noch der NSDAP bei. Und tatsächlich wurde er dann auch 1941 zum Direktor des Anatomischen Institutes der neu gegründeten Deutschen Universität an der Reichsuniversität Posen im besetzten Polen gestellt. In dieser Aufgabe als Direktor des Anatomischen Institutes
schloss auch ein, dass er einen neuen anatomischen Unterricht aufstellen musste und dafür brauchte er Leichen. Wie er das tat, erzählt er uns ganz genau in seinem Tagebuch, das 1987 von Götz Ali veröffentlicht wurde. Er hatte Fossa bei seiner überstürzten Flucht aus Posen im Januar 1945, hatte dieses Tagebuch im Anatomischen Institut zurückgelassen. Hier nun also aus der Übersetzung, Publikation von Ali. Am 30.09.41 schreibt Voss: Heute hatte ich eine sehr interessante Unterredung mit dem Herrn Oberstaatsanwalt Dr. Heise wegen der Leichenbeschaffung für das Anatomische Institut. Auch Königsberg und Breslau bekommen Leichen von hier. Es sind hier so viele Hinrichtungen, dass es für alle drei Institute reicht. Einen Monat später schreibt er dann: Morgen bekommt das Anatomische Institut die ersten Leichen. Es werden 11 Polen hingerichtet. 5 davon übernehme ich, die anderen werden verbrannt. Was Sie hier hören, ist die Tatsache, die wohl historisch einmalig sein dürfte, dass Anatomen zum ersten Mal mehr Leichen zur Verfügung hatten, als sie tatsächlich bearbeiten konnten. Er brauchte nur 5 dieser 11 Leichen für den anatomischen Unterricht. Und dann einige Monate später schreibt Hermann Voss: Die Organpräparate von den Hingerichteten waren so schön, wie ich sie noch nie auf dem Präpariersaal gesehen habe. Warum waren diese Präparate schön in den Augen des Anatomen? Weil es sich hier um die Körper von jungen, gesunden Menschen handelte. Es handelte sich um polnische Widerstandskämpfer. Diese Körper zusammen mit den Körpern von Toten aus Konzentrationslagern in Posen wurden dann außerdem noch zur Herstellung und Verkauf von Skeletten, Schädeln und Gipsabgüssen benutzt in Posen. Und hier hat Götz Ali Margit Berner kontaktiert, die Kuratorin für Osteologie am Naturhistorischen Museum in Wien. Und sie fand tatsächlich im Eingangsbuch, also im Präparateingangsbuch aus dem Jahr 1942 vom Datum am 22. Juni den Eintrag, dass hier Schädel und Gipsabgüsse von sogenannten Juden und Polen aus dem Institut Posen übernommen wurden. Unter der Überschrift Juden lesen wir hier Schädel, also Kranium von einem 17 Jahre jungen Menschen, der für 25 Reichsmark vom Naturhistorischen Museum Wien gekauft wurde. Also wurden die Leichen dieser Opfer in der Lehre benutzt und auch für den Profitgewinn der Anatomen selbst. Und schlussendlich, und das ist auch bedeutsam für uns heute, wurden diese Leichen für die Forschung eingesetzt. Und hier war insbesondere die Gewebe von Hingerichteten bereits schon vor 1933 in der deutschsprachigen Anatomie zu so etwas wie ein Goldstandard für histologisch hochwertiges Arbeiten geworden. Denn es handelte sich dabei natürlich um Gewebe, die die Anatomen schon innerhalb von Minuten, zum Teil noch im Hinrichtungsraum, den Körpern entnahmen. Einer der sogenannten, in Anführungsstrichen, fleißigsten Arbeiter mit den Geweben von Hingerichteten war Max Clara. Er war Ordinarius für Anatomie in Leipzig und dann auch in München und hatte eine große Arbeitsgruppe, mit der er häufig große Anzahlen an Hingerichteten in diesen Arbeiten untersuchte. Wir sehen da Zahlen von 20 und 30 Hingerichteten. Aber im Jahr 1942 ging er noch weiter. Und hierauf haben meine Kollegen Andreas Winkelmann und Thorsten Noack in ihrer großen Arbeit zu Clara hingewiesen. 1942 publizierte Max Clara einen Artikel, in dem er die Verteilung von Vitamin C im Nervensystem des Menschen beschrieb. Übrigens in einer Zeitschrift, die rund um die Welt gelesen wurde. Ich kann diese Zeitschriften hier in den amerikanischen Archiven finden. Also er schrieb hier im Methodenabschnitt seiner Arbeit: Der für vorliegende Untersuchungen ausgewertete Werkstoff stammt von 15 anscheinend gesunden erwachsenen Individuen verschiedenen Alters, welche nach verschieden langer Haftdauer ausnahmslos eines plötzlichen Todes gestorben sind. Ein 33 Jahre altes männliches Individuum hatte die letzten 5 Tage vor dem Tode 4-mal täglich eine Tablette Zebion von Merck, also ein Vitamin-C-Produkt, verabreicht erhalten. Was war hier passiert?
Max Clara hatte erkannt, dass er Zugang zu diesen Gefangenen und deren in Anführungsstrichen Geweben schon vor deren Tod hatte. Das Todesdatum war von der Staatsanwaltschaft festgesetzt worden und er baute das in seinen Versuchsansatz ein, ließ diesen Gefangenen vor ihrem Tode heimlich Vitamin C in die Nahrung mischen und untersuchte dann nach dem Tod die Gewebe der Hingerichteten auf die Vitamin C-Verteilung. Hiermit hatte Max Clara ganz klar eine Grenze des traditionellen Paradigmas des Erkenntnisgewinns in der Anatomie überschritten, der Arbeit mit Toten, hin zu einem neuen Paradigma, auf das mein Tübinger Kollege Hans-Joachim Lang 2013 aufmerksam gemacht hatte, zum Experiment am Menschen. Max Clara arbeitete praktisch mit, was ich zukünftige Tote nenne. Wir sehen diese Aktivität der Arbeit mit zukünftigen Toten eskalieren in den Jahren 1942 und 1943. Hier sehen wir in der Anatomie einen Übergang von der Routine zum Mord in der Anatomie. Johann Paul Kremer war ein Professor der Anatomie in Münster und ein SS-Obersturmführer. Er hatte in Tierexperimenten Untersuchungen zum Hunger unternommen. Und im Herbst 1942 wurde er nach Auschwitz abkommandiert, wo seine Aufgabe war, Hungerkranke zu selektieren. Hier suchte er solche Opfer, die für ihn in Anführungsstrichen besonders interessant aussahen, begleitete sie in die Hinrichtungskammer und entnahm dann ihre Gewebe. Und ein wahrer Meister der Arbeit mit zukünftigen Toten wurde August Hirt. Er war 1941 zum Ordinarius für Anatomie an der Reichsuniversität Straßburg berufen worden, als Sturmbannführer arbeitete er mit dem SS-Ahnenerbe zusammen und führte Experimente zu Kampfgasen an Gefangenen im naheliegenden Konzentrationslager Natzweiler durch. 1943 bestellte er dann 86 Gefangene aus Auschwitz, die transportiert wurden nach Natzweiler und dort auf sein Geheiß hin ermordet wurden. Und zwar wollte Hirt hier eine sogenannte jüdische Skelettsammlung schaffen, zur Erweiterung der in Straßburg bereits vorhandenen anthropologischen Rassensammlung von Gustav Schwalbe aus dem 19. Jahrhundert. Hiermit beende ich meine Darstellung der Anatomie im Nationalsozialismus, aber ich glaube, dass es sehr viele Kontinuitäten und Konsequenzen aus dieser Geschichte gibt und ich wende mich also jetzt dem zweiten Teil meiner Darstellung zu. Es gibt materielle und immaterielle Kontinuitäten und Konsequenzen. Charlotte Pommer blieb die einzige Wissenschaftlerin, die nach Konfrontation mit den Leichen von den Opfern freiwillig ihre Karriere in der Anatomie aufgab. Die meisten deutschen und österreichischen Anatomen waren nach einer kurzen Entnazifizierungsphase wieder im Amt. Die alten Lehrer waren die neuen Lehrer, auch meine Lehrer, und die alten Forscher waren die neuen Forscher. Publikationen basierend auf dem sogenannten Material von Opfern wurden noch lange Zeit genutzt und wurden weltweit in das allgemeine anatomische Wissen integriert. Bücher werden weiterhin gelesen, allen voran der Perlenkopfatlas. Hier haben wir eine Untersuchung aus dem Jahr 2018, eine Befragung von einer internationalen Gruppe von Nervenchirurgen, von denen tatsächlich die Mehrzahl den Perlenkopfatlas kannte. Viele hatten ihn benutzt und 13% benutzten ihn noch immer. Und wir haben eine neuere Umfrage von Kieferchirurgen aus dem Jahr 2021, die ganz ähnliche Ergebnisse erbrachte. Diese Bilder sind weiterhin im Umlauf. Ich komme daraufhin noch zurück. Außerdem wurden die Leichen der Opfer in vielen anatomischen Instituten auch noch nach dem Krieg jahrelang weiterverwendet. Es gab eine Nachkriegssuche nach den Leichen, die verlief in drei Phasen. Die erste Phase war in der Regel in Reaktion auf Nachfragen der alliierten Besatzungsbehörden. Was Sie hier sehen, übrigens in der Tabelle, sind die insgesamt 31 Institute, die ich identifizieren konnte.
Sie sehen, dass einige dieser Nachfragen der Besatzungsmächte hatten auch von betroffenen Organisationen oder Familienangehörigen und daraufhin die Leichen herausgaben und oder dann beerdigt wurden. Die zweite Phase fand dann in Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre statt, mit einer Prüfung aller Sammlungen in Universitäten und Instituten, wie zum Beispiel den Instituten der Max-Planck-Gesellschaft, die Nachfolgerorganisation der Kaiser-Wilhelm-Institute ist. Diese zweite Phase begann tatsächlich in Reaktion auf Studentenproteste, auf Auslandsanfragen und eingehenden Recherchen, wie zum Beispiel denen von Götz Ali. Zu diesem Zeitpunkt wurden dann erste Richtlinien zum Umgang mit menschlichen Überresten aus dieser Zeit erstellt, und zwar vom Deutschen Museumsbund und auch von der Bundesärztekammer. Die dritte Phase dann brachte ein neues Paradigma, und zwar die absolute Notwendigkeit der Identifizierung der Opfer. Dies begann 2010 mit dem ersten Symposium der Anatomischen Gesellschaft zur Geschichte der Anatomie im Nationalsozialismus. Hier kritisierte der Medizinhistoriker Paul Weindling diese Phase 2-Untersuchungen, nannte sie eine Säuberung der Sammlungen, die ohne Rücksicht auf die Identifizierung der Opfer tatsächlich vorgenommen wurde und zu einer anonymen Begräbnis dieser Präparate von Opfern geführt hatte. Zu diesem Zeitpunkt schon hatte Hans-Joachim Lang in jahrelanger Recherche die Namen und Biografien der bis dahin als nicht identifizierbar erklärten 86 Opfer von August Hirth rekonstruieren können. Seitdem gibt es neuere Beispiele. Andreas Winkelmann zum Beispiel hat aus den mikroskopischen Präparatesammlungen aus dem Nachlass von Hermann Stiewe tatsächlich Opferbiografien rekonstruieren können. Weitere Untersuchungen haben in Innsbruck stattgefunden von Christian Lechner, Erich Brenner und Herwig Tschech. Und am Gräberfeld X in Tübingen sind Frau Schönhagen und Herr Wandenwitsch weiterhin an dieser Arbeit beteiligt. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, einige davon schon abgeschlossen oder einige sind noch am Laufen. Ich gehe hier nicht auf alle ein. Ganz kurz will ich nur eingehen auf die in Berlin und an den Max-Planck-Instituten. Im Jahr 2014 gab es im Garten dieses Institutes hier, das zum Gelände der Freien Universität Berlin gehört, Ausgrabungen. Dieses Haus hier ist das frühere Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik in Berlin-Dahlem. Diese Ausgrabungen waren für Routine-Bauarbeiten, aber es fanden sich eben Knochen bei diesen Bauarbeiten. Und wie das dann protokolliert wurde, wurden diese Knochen routinemäßig untersucht. Was wichtig ist für die Geschichte dieses Hauses hier, dass heute das Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften der Freien Universität Berlin beinhaltet. Also was wichtig ist für die Geschichte dieses Hauses, ist die Tatsache, dass seit 1942 der neue Direktor nach der Berentung von Eugen Fischer jetzt Ottmar Freier von Verschuer war, ein international bekannter Zwillingsforscher, der noch dazu Mentor von Josef Mengele war, dem Arzt, der Untersuchungen, menschliche Experimente im KZ Auschwitz durchführte und der tatsächlich auch Präparate von Auschwitz zu von Verschuer schickte. Diese Geschichte wurde nicht genügend kommuniziert und die Knochenfragmente wurden dann zwar sehr korrekt, aber eben doch im Rahmen eines Routineverfahrens untersucht, für nicht identifizierbar erklärt und kremiert. Als das bekannt wurde, dass Präparate, die möglicherweise aus Auschwitz stammen, in Rauch aufgegangen sind, kam es zu einem sehr lauten öffentlichen Aufschrei. Im Übrigen ist es auch möglich, dass diese Knochenfunde aus anthropologischen Sammlungen aus der Kolonialzeit stammen. All das wurde nicht geklärt zu diesem Zeitpunkt. Und ungefähr zur gleichen Zeit kam es dann, dass in den Instituten der Max-Planck-Gesellschaft, sowohl in Berlin als auch in München,
nochmal wieder Präparate gefunden wurden, Hirnpräparate, die mit einiger Wahrscheinlichkeit auf Euthanasieopfer zurückgehen. Und so entschloss sich die Max-Planck-Gesellschaft, ein großes Projekt auszuschreiben, wo diese Herkunft dieser Präparate noch einmal neu untersucht wird. Dieses Projekt ist immer noch am Laufen. Die Ergebnisse werden wohl 2025 dann vorgestellt werden. Jedenfalls kam das Zusammentreffen dieser zwei Ereignisse, brachte es dann, dass wir uns in einem großen internationalen Kreis von Kollegen darüber besprachen, dass es notwendig sei, Richtlinien zu formulieren zum Umgang mit menschlichen Überresten von Holocaust-Opfern. Wir wussten zwar, dass es schon Richtlinien gibt, aber wir hatten den Eindruck, dass die verschiedenen Disziplinen nicht miteinander sprachen und dass außerdem, zumindest soweit wir das ersehen konnten aus den publizierten Richtlinien, diese ohne Teilnahme von Vertretern der Betroffenen und der eigentlichen Opfer dieser Geschichte formuliert worden waren. Und so trafen wir uns dann im Jahr 2017 zu einem interdisziplinären Symposium in Yad Vashem in Jerusalem mit Vertretern der jüdischen Perspektive, mit Archäologen, Anthropologen, Medizinhistorikern und auch Neuroanatomen und formulierten dort die Empfehlungen aus diesem speziellen Symposium. Ich habe die hier leider nur in Englisch. Das sind insgesamt 10 sehr praktische Punkte und ich werde die auch nicht im Einzelnen hier besprechen. Ich möchte nur auf die Prioritäten hinweisen, die wir hier in diesen Empfehlungen gesetzt haben. Und zwar die absolute Priorisierung der Identifizierung der einzelnen Opfer aus diesen menschlichen Überresten, wenn überhaupt nur möglich, um insgesamt hiermit und mit historischer Forschung den Lebenslauf dieser Menschen rekonstruieren zu können, um eine Grablegung mit Namen zu ermöglichen und ein würdiges Gedenken durch die Dokumentation der Ergebnisse der Untersuchung. Im Zentrum dieser Empfehlungen steht das sogenannte Vienna Protocol. Hier handelt es sich um ein Responsum von Rabbi Joseph Pollack. Joseph Pollack ist oberster Richter des Rabbinischen Gerichtes von Neuengland, einer der wenigen Experten auf dem Gebiet des Umgangs mit menschlichen Überresten aus dem Holocaust. Er selbst ist Holocaust-Überlebender, hat als Kind die Lager Westerbork und Bergen-Belsen überlebt. Und ein Responsum ist eine traditionelle Gelehrten- oder Rechtsantwort auf an einen Rabbi gestellte Frage. Und er hat hier recherchiert auf dem Boden von jüdischer Medizinethik und beantwortet hier die Frage, was zu tun ist, wenn Überreste von jüdischen oder möglicherweise jüdischen Menschen gefunden werden. Wir haben dieses Responsum Vienna Protocol genannt, weil er hier nicht nur auf die Frage des Umgangs mit den physischen Überresten von Körpern umgeht, sondern auch auf den Umgang mit Daten wie zum Beispiel den Perlenkopfabbildungen. Hier schreibt er: Die meisten Autoritäten würden ihre Nutzung sicherlich erlauben, wenn sie helfen, menschliches Leben zu retten nach dem jüdischen Prinzip des Pikuach Nefesh. Unter der Bedingung, dass aller Welt bekannt gemacht werde, was diese Bilder sind. Auf diese Weise wird den Toten wenigstens ein Teil derjenigen Würde gewährt, auf die sie ein Anrecht haben. Und das steht wirklich im Zentrum dieser Arbeiten mit den Human Remains, auch in der Anatomie, die Würde des Menschen zu wahren, denn die Würde haben sie ja schon, aber wir müssen dafür sorgen, dass sie gewahrt bleibt. Was wir 2017 nicht wussten, war, dass in den USA ganz ähnliche Überlegungen und Schlussfolgerungen gezogen wurden von einer Gruppe afroamerikanischer Anthropologen, allen voran Professor Michael Blakey. Im Zusammenhang mit der Arbeit an einem afroamerikanischen Friedhof in New York hatten sie in enger Zusammenarbeit mit betroffenen Gruppen die Ausgrabungen und anschließende Form des Gedenkens entwickelt. Warum wir das nicht wussten in Yad Vashem, hängt wahrscheinlich mit dem systematischen Rassismus in unserer US-amerikanischen Gesellschaft zu tun, die zu einem mehr oder weniger bewussten Verschweigen der Arbeit afroamerikanischer Kollegen geführt hat, sodass diese trotz Blakeys jahrzehntelanger Arbeit nicht von der weiten Bevölkerung, einschließlich meiner selbst, wahrgenommen wurden. Hinzu kommt auch hier wieder die mangelnde Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen, die in diesem Fall Anatomie und Anthropologie.
Das alles hat sich sehr geändert in den letzten Jahren, wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Verwerfungen, die sich im Rahmen der Pandemie auftaten. 2021 kam es bei uns in den USA zu einem großen Skandal. Bei einem der vielen Online-Kurse hatte eine Anthropologin die Knochen eines vermeintlich nicht identifizierten Mädchens demonstriert. Diese stammten aus einer renommierten Sammlung Princeton, waren dort aber rechtswidrig zurückbehalten worden, wie sich hinterher herausstellte, obwohl klar war, dass die Knochen von einem durchaus identifizierten Kind stammten, und zwar einem Kind, das 1985 in Baltimore im Rahmen eines Bombenangriffs der Polizei auf eine afroamerikanische Protestgruppe getötet worden war. Die öffentliche Empörung danach war zu Recht sehr groß, sodass spätestens dieses Ereignis dazu führte, dass Anthropologen und Anatomen eine aktive Diskussion zum Umgang mit Human Remains begannen. Im gleichen Jahr setzte die American Association for Anatomy eine Taskforce on Legacy Collections ein, zu der ich auch gehöre. Andreas Winkelmann zum Beispiel gehört auch dazu. Wir arbeiten interdisziplinär. Wir sind Kollegen aus der Anatomie, aus der Lehre, aus der Anthropologie und aus dem Museumskuratorium. Wir haben schon die ersten Prinzipien zum Umgang mit Legacy Anatomical Collections veröffentlicht, und in den nächsten Wochen, also wirklich hoffentlich noch vor Ende des Jahres, haben wir sehr ausführliche Guidelines auf unserer Website dann bei der American Association for Anatomy, die dort publiziert werden. Wir alle sind uns bewusst, dass Spuren der Vergangenheit überall in der Gegenwart zu finden sind. In der Anatomie sind das die traditionellen und sensiblen Sammlungen. Und das Problem ist ein globales. Hier ein Beispiel aus Wien mit der osteologischen Sammlung des Naturhistorischen Museums. Und auch Harvard hat im letzten Jahr alle Museumssammlungen untersucht und zum Beispiel die menschlichen Überreste von 19 vermutlich versklavten Menschen gefunden, für die jetzt Verwandte oder Gemeinschaften gesucht werden, um sie zurückzugeben. Und auch in unserem anatomischen Unterricht arbeiten manche von uns noch immer mit Skeletten, die aus dem indischen Knochenhandel stammen und seit 1985 nicht mehr legal exportiert werden können und schon gar nicht ethisch erworben werden können. Viele Anatomen rund um die Welt, hier zum Beispiel in Australien, machen sich Gedanken hierüber. Hier in Deutschland hat mich diese Arbeit von Fanny Soje fasziniert. Sie ist Kuratorin des Museums Naturalienkabinett Waldenburg. Die hat diese Arbeit hier vorgestellt bei einer Tagung in Dresden. Die historische Sammlung enthält einen Fetus mit einer eigenartigen Variation, der als Hühnermensch von Taucher bekannt wurde. Angesichts von Frau Stojes erfolgloser Suche nach Verwandten oder Herkunftsgemeinschaft des Fötus schlussfolgerte sie, dass es aus ethischer Sicht das Beste sei, diesen in der Sammlung zu behalten. Dies unter der Bedingung, dass er gut konserviert und in würdiger Weise aufbewahrt werde. Ich fand Frau Stojes Argumentation bemerkenswert und tatsächlich einzigartig. Ich möchte auch sagen, dass die Geschichte der Anatomie im Nationalsozialismus deutlich heutige problematische Bereiche im Umgang mit Körpern in der Anatomie beleuchtet, auch im Zusammenhang mit neuen Körperspendern. In den USA, und das ist deutlich und ausführlich dokumentiert in dieser Artikelserie von Reuters aus dem Jahr 2017 und 2018, gibt es das Phänomen der sogenannten Body Brokers, die private Körperspendeprogramme aufgebaut haben und damit erhebliche Profite erzielen. Diese Leichen und Leichenteile tatsächlich werden auch in alle Welt exportiert, unter anderem eben auch nach Deutschland, wie Sie hier aus diesem Artikel aus dem Spiegel vom Januar diesen Jahres sehen können. Und selbst wenn wir im eigenen Programm versuchen, so ethisch zu handeln wie möglich, kann trotzdem Schlimmes passieren. Wir müssen immer fragen, woher stammen diese Körper, woher stammen die Gewebe und Zellkulturen? Wie wichtig es ist, wirklich sich selbst an die Nase zu fassen in allen diesen Dingen, haben wir an Harvard Medical School erfahren in diesem Jahr, wo es trotz aller ethischen Vorsätze, die wir haben,
sich zeigte, dass ein Mitarbeiter im Körperspende-Clan tatsächlich angeklagt wurde vom FBI, dass er Gewebe von unseren Körperspendern gestohlen und verkauft hat. Was für uns natürlich ein furchtbarer Schrecken war. Wir haben jetzt ein External Review gehabt und haben Empfehlungen, wie wir unser Programm noch sehr viel sicherer aufbauen können. Und wir sehen dieser Arbeit mit Interesse entgegen. Sie wird in den nächsten Monaten stattfinden. Und schließlich gibt es noch viele digitale Bilder, insbesondere jetzt, wo wir diese digitalen Plattformen in der Anatomie sehr ausführlich benutzen. Wir müssen hier genau fragen, woher stammen die Bilder und Daten? Woher stammt das Wissen, das in diesen Plattformen visuell vermittelt wird? Wenn man lange genug nachfragt, erfährt man von den Herstellern, dass sie unter anderem einen Datensatz benutzen, der schon älter ist, und zwar aus den 1990er Jahren, das National Library of Medicine Project und the Visible Human Project. Der männliche Datensatz stammt von einem Mann, der 1993 in Texas hingerichtet worden war. Und wenn man Probleme mit der Todesstrafe hat und ethische Fragen, was den freien Willen in der Todeszelle angeht, da muss man auch ethische Fragen stellen an diese Datensätze. Und als minimale Forderung stelle ich hier, dass diese Datensätze transparent gemacht werden. Das gilt auch für die modernen Kopien der Perlenkopfbilder, die uns allen schon aufgefallen sind und die Professor Claudia Krebs an der Universität of Vancouver noch sehr viel genauer untersucht hat. Sie sehen hier auf der rechten Seite das bekannte Bild eines Situs der Lunge und des Mediastinums. Und auf der linken Seite sehen Sie die moderne Kopie im Sopater Atlas. Also minimal müssen wir hier hinweisen auf die Herkunft dieser Bilder. Und nachdem ich mich mit der Elsevier in München, die für Zobater Atlas zuständig sind, und mit den Autoren, unseren Kollegen Friedrich Paulsen und Jens Waschke, besprochen habe, haben wir uns dann entschlossen, ein historisch-kritisches Vorwort für die neueste Ausgabe des Sopater Atlases zu publizieren. Und Sie können da jetzt genaueres, die Studenten haben hier die Möglichkeit, genaueres zu lernen über die Herkunft dieser Bilder. Insgesamt müssen wir wieder hier Transparenz einfordern. Und es gibt neue Wege in der Anatomie, um Repräsentationen zu schaffen, die tatsächlich inklusiv, freiwillig, aufgeklärt, vielfältig sind und wirklich alle Formen der menschlichen Statur aufweisen können. Hier möchte ich vor allen Dingen hinweisen auf die Arbeit unserer Kollegen, die sich in der Gruppe Black in Anatomy konstituiert haben. Und auf ein neues, sehr spannendes Programm der American Association for Anatomy, das sogenannte Pop-Art-Programm, die Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres hoffentlich dann einen neuen Katalog von wirklich umfassenden Darstellungen des menschlichen Körpers im anatomisch korrekten Sinne zeigen werden. Als Mitglied der American Association for Anatomy werden Sie dann kostenlosen Zugang zu diesen neuen anatomischen Bildern haben. Schließen möchte ich jetzt mit einem anderen Gedenken, denn auch hier haben wir ein Erbe. Dr. Medlucia Frey hat im Jahr 1923 die Pathophysiologie des gustatorischen Schwitzens beschrieben. Seitdem ist diese Krankheit als Frey-Syndrom bekannt. Nun haben wir viel gehört in letzter Zeit in Diskussionen, was wir mit Eponymen, also mit medizinischen Begriffen an die Namen von Kollegen angestückt sind, machen sollten. Es ist viel davon die Rede, dass die medizinische Sprache vereinfacht oder dekolonialisiert werden sollte. Aber ich plädiere dafür, dass wir in gewissen Fällen die Eponyme beibehalten, als Anlass zum Lernen und Gedenken und als Geschichtskorrektur, Sichtbarmachung der Kollegen, die anders vergessen werden, der Frauen vor allen Dingen und der Opfer. In diesem Fall Opfer des Nationalsozialismus. Lucia Frey ist 1889 in Polen, was dann später Ukraine wurde, geboren
Unter der deutschen Besatzung dann im Lemberger Ghetto wurde sie dort interniert und entweder dort ermordet oder dann im Belzec-Vernichtungslager 1942. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Ehemann Marek Gottesmann schon von den Sowjets verhaftet worden und vermisst seitdem. Ich möchte meinen Vortrag hier schließen mit einem kurzen Gedenken an Dr. Med Lucia Frey. Vielen Dank. Ja, nach dieser kleinen Gedenkminute dann zum Schluss. Vielen, vielen Dank für den Vortrag, der wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte, glaube ich, hatte an ganz vielen Stellen. Jedenfalls, wenn man so wie ich eben aus dem Bereich der kolonialen Kontexte kommt und dann an vielen Punkten eigentlich denkt, ach ja, ist ja ähnlich oder ach so. Und ich versuche jetzt nochmal meine Gedanken so ein bisschen zu sortieren. Ich habe, glaube ich, so zwei oder drei Komplexe, würde ich sagen, die mir so im Kopf rumschwirren. Und der erste ist vielleicht so ein bisschen der pragmatischste, wenn man so will. Wir sind ja jetzt hier im Kolloquium zur Provenienzforschung. Und in dem Zusammenhang würde mich einmal so ein bisschen interessieren, wie Sie so einschätzen, wie viele Opfer sozusagen in den Sammlungen konkret noch sind, die der Identifizierung harren. Damit in Verbindung ein bisschen die Frage, wir haben ja bei uns hauptsächlich Projekte zur Identifizierung von Opfern aus kolonialen Kontexten. Wir denken so ein bisschen drüber nach, macht es Sinn, dass man Sammlungen quasi insgesamt untersucht und beide Unrechtskontexte zusammendenkt? Oder ist das methodisch vielleicht gar keine so gute Idee? Da würde mich so ein bisschen Ihre Meinung zu interessieren. Und das Dritte, und das geht so ein bisschen größer darüber hinaus, schließt aber auch noch an die Provenienzforschung an. Wir überlegen momentan für unsere Kontexte sehr stark, was eigentlich eine systematische Aufarbeitung oder eine systematische Provenienzforschung sein kann, wo man vielleicht nicht unbedingt bei einer einzelnen Sammlung startet, sondern wo die einzelne Sammlung vielleicht eher der Endpunkt ist, wo man aber etwas umfassender sozusagen starten könnte und darüber vielleicht einige Synergieeffekte hätte. Und auch da würde mich so ein bisschen interessieren, wie Sie das für den NS-Bereich so einordnen würden. Ja, wie gesagt, ich kann eigentlich nur von dem ausgehen, was bislang gemacht worden ist. Und da kann ich nur sagen, jedes Institut, das gesucht hat in den eigenen Sammlungen, oder vielleicht nicht jedes, aber viele der Institute, die gesucht haben, haben auch tatsächlich was gefunden. Also in Innsbruck waren das histologische Präparate, die dann zurückgegeben, eins zumindest zurückgegeben wurde an die Familie, die nun endlich dann physische etwas in Händen halten konnten, das zu ihrem Verwandten gehörten, den es tatsächlich ein Grab gab, aber in diesem Grab liegt nichts. Und die haben dann tatsächlich dieses, so wenn ich es richtig verstanden habe, dann dieses mikroskopische Präparat da reingegeben. Das mag nach wenig klingen, aber für einzelne Familien ist das ganz, ganz viel, überhaupt irgendetwas zu hören über ihre Verwandten. Das ist natürlich schwierige Arbeit, das ist gar keine Frage, ja. Aber es kann gemacht werden, es gibt dafür gute Beispiele. Also Innsbruck ist ein gutes Beispiel. Dann die Untersuchung der Blechschmidt-Embryonen-Kollektion. Da kann man schlussendlich, das kann dann auch so ausgehen, dass man sagt, wir haben tatsächlich nicht genügend Dokumentation. Ja, das ist natürlich auch möglich, aber das ist auch ein Ergebnis. Zumindest ist geguckt worden. Denn es ist tatsächlich so, dass die Welt schaut, was gemacht wird mit diesen Einzelnen, gerade in berühmten Sammlungen. Auch in Hamburg, weiß ich, sind Bemühungen unterwegs. Es ist halt auch oft nicht richtig geschaut worden, selbst wenn zum Beispiel in den 90er oder 1990er Jahren geschaut wurde in den anatomischen Instituten,
Dann hat sich dann das Herr Redis, der auch eventuell jetzt noch zuhört, hat das selbst so erlebt. Dann, wenn man dann als Neuer dann in so eine Abteilung kommt, werden ganz andere, im wahrsten Sinne des Wortes, Schränke aufgemacht. Und plötzlich sind dann die Informationen und die Präparate da, die vorher angeblich nicht vorhanden waren. Also so ganz schnell würde ich da nicht die Flinte ins Korn werfen. Es ist eine Frage des Willens der Kuratoren tatsächlich und oder derjenigen, die eben sozusagen die ja diese Sammlungen im Besitz haben, wenn man das so sagen will. Das ist nur Teilantwort. Was ich jetzt machen würde, wenn ich eine große Sammlung hätte, an Harvard haben wir das tatsächlich, nicht, dass ich da auch nur im Entferntesten für zuständig wäre, aber da haben sich tatsächlich dann zum ersten Mal, soweit ich das sehen kann, haben die sich Kollegen aus allen Disziplinen geholt, und sind jetzt, haben dann eben, nachdem sie einmal die Sammlung gesichtet haben, haben sie jetzt verschiedene Komitees eingesetzt, die darüber beraten, wie man jetzt tatsächlich mit diesen Human Remains umgeht. Also es gibt schon lange aufgrund der NACPRA-Gesetzgebung aus 1990 ein Komitee, das um die Rückgabe von indigenen Präparaten und Kulturgütern arbeitet. Aber jetzt gibt es auch ein neues Komitee eben zu diesen 19 möglicherweise versklavten Menschen und dass deren Human Remains jetzt eben in die richtigen Hände zurückgeraten. Und wir haben ein neues Komitee, das berichtet, wie überhaupt, ob und wie überhaupt noch Forschung gemacht werden darf an diesen anthropologischen Sammlungen in den Museen zum Beispiel. Und man berät sich interdisziplinär. Ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Wir haben also auf diesem Komitee jetzt verschiedene Museumskuratoren, wir haben die Anthropologen, wir haben Archäologen, und wir haben jetzt auch Anatomen, die klinisch tätig sind, so wie ich, ja, also klinisch in dem Sinne, dass wir mit den Studenten sich Anatomieunterricht am Körperspender machen. Und wir alle bringen ganz andere Erfahrungsbereiche zusammen und schaffen jetzt praktisch neue Richtlinien. Ich meine, wir sind im ganz neuen Bereich. Jetzt habe ich lang geredet. Und Aber sehr dann. spannend geredet. Ich würde einmal fragen, ob es, ja, Larissa, ich sage den Satz noch zu Ende, ob es aus dem Publikum schon Fragen gibt. Ja, Larissa Förster einmal. Du bist stumm. Waldemar, ganz, ganz herzlichen Dank für den Vortrag, wo ich wirklich sagen muss, wo ihm ja erstmal ziemlich die Luft wegbleibt. Ich glaube, das war wahrscheinlich für alle, die hier zugehört haben, nochmal wirklich schwerer Stoff, aber wirklich umso herzlicheren Dank dafür, auch wirklich diese Verbindungen aufzuzeigen, das auch in einer Form nahezubringen, wo sozusagen das Wissen auch mit den biografischen Geschichten verwoben ist und auch in Ihrem Vortrag sozusagen die Bereitschaft und die Suche nach einer Wiedersichtbarmachung von Individualität so deutlich als Beispiel geworden ist. Also sehr, sehr großen Dank dafür, weil ich denke, es ist genau so was, was wir aus dem Bereich der postkolonialen Provenienz forschen, was, glaube ich, auch eins unserer intrinsischsten Anliegen ist, die Identität wieder sichtbar zu machen und damit Menschen wieder zu porträtieren. Ich will ein paar Punkte rausgreifen, die ich sehr, sehr wichtig finde und hätte so zwei, drei Fragen an Sie. Ich finde, was wir jetzt deutlich auch gesehen haben, ist, dass diese Phasen, die Sie unterschieden haben in der Aufarbeitung, wo Sie so, finde ich, sehr bemerkenswert geschildert haben, dass Pound Weidling irgendwann diese anonymen Beerdigungen vom Anfang dann doch kritisch später betrachtet hat. Das finde ich interessant, weil wir in diesem Bereich der nicht identifizierten oder nicht individualisierten menschlichen Überreste aus kolonialen Kontexten an einem ähnlichen Punkt gerade sind, wo wir zum Beispiel von der Politik immer gefragt werden, wie sinnvoll wäre es denn, die nicht identifizierten Gebeine
zu bestatten und wir tatsächlich auch sagen, nein, wir müssen noch mehr Bemühungen anstellen für eine individuelle Identifizierung. Und ich glaube, das ist jetzt für mich ganz lehrreich gewesen, wie auch die Forschung in Ihrem Bereich da durch diese Phasen und Erkenntnisphasen eigentlich gegangen ist. Ich fand auch sehr, sehr interessant den Rekurs auf die jüdische Medizinethik, was ja vielleicht ein bisschen parallel ist auch zu der Frage nach indigenen Protokollen, die in unserer Debatte wiederum so eine starke Rolle spielt. Ich hätte drei Fragen, die mir sehr wichtig wären. Das eine, Sie haben jetzt bei diesen interdisziplinären Komitees Anatomen erwähnt, auch Archäologen. Historiker hatte ich entweder überhört oder vielleicht spielen die nicht diese Rolle. Das würde mich Hatten wir in Yad Vashem mit dabei, Historiker? Hatten wir auch, wir hatten noch eine, ich konnte nicht alles vorstellen, sonst hätte ich 1,5 Stunden gesprochen, aber wir haben auch eine Taskforce zu Systemic Racism in der American Association for Anatomy. Da waren auch Historiker mit dabei. Und ja, natürlich brauchen wir Historiker, ist gar keine Frage. Das ist sozusagen dann jetzt in der Taskforce bei der American Association for Anatomy, das ist dann nachgelagert. Wir mussten jetzt erstmal Richtlinien erstellen und dann müssen die Historiker auch mit ran, natürlich, ja. Das ist gar keine Frage. An Harvard jetzt wird das eben auch so sein, wie gesagt, dass es, wenn es um die Herkunft geht, es ist ganz interessant, wie viel zu finden ist. Das ist nicht sehr. Das ist, also denn bei uns spielen ja auch sozusagen die Historiker mittlerweile eine sehr, sehr große Rolle, weil sie da auch einfach Methoden haben, die wichtig sind für die Geschichte der Anatomie. Die anderen beiden Fragen, die ich habe, ist einmal, inwiefern werden Studierende auch gezielt sozusagen mittlerweile mit dieser Unrechtsgeschichte sozusagen? Ach, ja. Ja, deswegen haben wir unsere Lancet Commission of Medicine, Nazism and Holocaust. Wir wollen versuchen, diese Geschichte an Anatomie ist ja nur ein kleiner Teil davon, ja, in alle Health Professions reinzukriegen. Die jungen Leute wissen ja nichts. Die wollen aber wissen, ja. Wenn ich auch nur eine Stunde Zeit kriege, denen was zu erzählen, so wie ich jetzt hier das erzählt habe, sind die fasziniert. Nur die Curricula sind so voll. Dass ich das allenfalls eben mal als eine Elective, eine Lunchtime-Angebot machen kann oder so. Allerdings bringe ich das ins Harvard College. Das ist was anderes. Da darf ich alle 2 Jahre dann mal ein Seminar machen zu dem Thema. Also das ist ein bisschen ein Problem. In Deutschland ist es ein bisschen besser, zumindest ich kenne mich nur fürs Medizinstudium aus. Da gibt es eine Vorschrift, dass Medizingeschichte und Medizin im Nationalsozialismus unterrichtet wird. Aber ja, wir müssen viel mehr, und da kann ich Ihnen unseren Report nur ans Herz legen. Wir haben wirklich auch die pädagogischen Paradigmen ausformuliert. Wir haben ein ganz neues pädagogisches Paradigma aufgestellt, History Informed Professional Identity Formation. Das muss in alle Fächer rein im Prinzip, insbesondere aber auch eben in der Medizin. Ja. Ich will es dabei erstmal belassen, damit auch andere noch fragen können, aber ganz herzlichen Dank auch nochmal für diese Ergänzung. Ja. Herr Reddys, gerne. Ja, vielen Dank für den Vortrag und die sehr schöne und präzise Zusammenfassung Ihrer ganzen Arbeiten zum Nationalsozialismus. Ja, unsere Arbeit, Herr Redis. Ich wollte ja nichts, mein Vortrag wäre zu lang geworden, wenn ich sage, wie Sie damals dieses Symposium 2010 auf die Beine gestellt haben. Ja, das ist, ja. Was ich mich gefragt habe, ist, was sind die Unterschiede? Wir haben ja jetzt auch bei uns in Jena die Zeit des Kolonialismus mit einem kleinen Projekt des Zentrums für Kulturgutverluste gemacht. Und da gibt es schon deutliche Unterschiede zwischen der Problematik Nationalsozialismus und Kolonialismus.
Im Nationalsozialismus ist man relativ schnell mit Ergebnissen da, wenn es um die Täter geht. Sie haben ja einige vorgestellt, aber auch Opfer. Die Schicksale kann man anhand der Dokumentation, die ja oft noch vorhanden ist, durch die Gerichtsbarkeit, Justiz und so weiter, ist ja relativ komplett da. Da kann man sehr schnell weiterkommen. Und individuellen Bibliografien der Opfer und der Täter aufklären. Und das ist anders im Kolonialismus. Da haben wir das Produkt des Unrechtskontexts, des Kolonialismus. Wir haben da Schädel, aber es ist sehr schwierig nachzuvollziehen, wie die Schädel dann oder auch andere menschliche Gebeine in die Anatomien in Deutschland gekommen sind. Weil das auch diffuser war, da gab es Netzwerke, es gab einzelne Händler natürlich, wo man dann etwas dingfest machen konnte, aber das ist erheblich schwieriger, sodass das große Thema dann eben auch Provenienzforschung ist. Ja. Und diesen Begriff Provenienzforschung, als wir damals Nationalsozialismus aufgearbeitet haben, ist kaum vorgekommen, weil das einfach etwas klarer ist, wenn man das sich anguckt und aufarbeitet. Und was auch anders ist, das ist eine etwas merkwürdige Sache, ist die öffentliche Unterstützung und die öffentliche Aufmerksamkeit. Zum Beispiel haben wir hier versucht, auch die Studierenden mit einzubeziehen, indem sie aufgeklärt werden, schon im ersten Semester, dass es eben diese Zeit des Nationalsozialismus in der Anatomie gab. Und da bekommen wir immer sehr viel Zuspruch. Das ist für die Studenten sehr interessant. Wir hatten jetzt vor kurzem hier in Jena, was Kolonialismusaufarbeitung angeht, ein kleines Seminar angeboten, eine Stunde Vorlesung. Das war jämmerlich, was da an Resonanz kam. Und das ist schon ein großer Unterschied. Auf der anderen Seite, die öffentliche Unterstützung ist viel, viel größer, was Kolonialismus angeht. Da gibt es an jeder Ecke einen neuen Arbeitskreis. Man weiß gar nicht mehr, wo man sich hinwenden soll, was man alles anhören muss. Da ist also unheimlich viel. Und das war im Nationalsozialismus damals anders. Das war natürlich präsent, die Problematik, aber so viel akute politisches Interesse war an sich nicht da. Das ist also ein merkwürdiger Unterschied hier, den ich da feststellen musste. Ja, Dankeschön. Herr Winkelmann ist ja auch ein alter Veteran, was Nationalsozialismus angeht und Kolonialismus jetzt auch. Vielleicht wissen Sie da oder haben Sie, können Ihre Eindrücke auch schildern. Andreas, bist du da? Ich bin im Prinzip da, ja. Hallo. Kannst du das Ja, ergänzen? also ich würde mir erstmal so zustimmen. Also ich glaube, es gibt schon Interesse für beides. Also das habe ich jetzt noch nicht so ausprobiert mit Studierenden. Es ist natürlich einfach ein anderes historisches Thema. Und zwar halt in Deutschland war es schon lange so, dass man sich für Nationalsozialismus interessiert hat und für Kolonialismus erstmal nicht. Das ist ja jetzt inzwischen anders, aber sind einfach schon, ja, es ist unterschiedliches Interesse auf jeden Fall. Ja, und hier in den USA ist es wieder anders. Gerade wenn es um die Human Remains von Versklavten geht, ist das natürlich von Rieseninteresse. Die Kolonialismusdebatte läuft nochmal auf ganz anderen Ebenen und dann ist es insgesamt auch schon länger im Gespräch wegen der indigenen Bevölkerung. Aber da ist also tatsächlich die Anatomie nicht so sehr und schon gar nicht der Nationalsozialismus nicht so sehr im Vordergrund. Aber insgesamt, glaube ich, können wir auch sagen, jetzt aus der Arbeit, Andreas, aus der Taskforce, dass die Interdisziplinarität sich besonders bewährt hat und auch der internationale Austausch in diesem Zusammenhang. Ich glaube, das können wir aus unseren Bereichen auch sagen, dass das eigentlich die gewinnbringendste Zusammenarbeit und Forschung auch ist. Ja, Marissa. Dann stelle ich doch noch die Frage, die ich vorhin auf den Lippen hatte. Und zwar, da jetzt auch wirklich Andreas Winkelmann da sind, Christoph Reddis und damit einfach auch einige von euch und Ihnen, die an dem Thema so lange auch schon gearbeitet haben. Wir versuchen ja als Stiftung auch ein bisschen rauszufinden, ja, wie können wir Themenbereiche kombiniert anpacken, für welche Themen müssen wir auch
in der Politik weiter sensibilisieren und Ähnliches. Frei herausgefragt, was gäbe es sozusagen für Wünsche oder Empfehlungen auch an eine Institution wie unsere dabei zu helfen, auch dieses Thema in der Aufmerksamkeit zu halten? Ich weiß nicht, inwiefern Sie Einfluss haben eben auf Erziehungsarbeit, im Prinzip, wie Sie schon sagten, wo immer man diese Themen anbringt, im Unterricht werden sie auch gern diskutiert von den Studenten, von den Schülern. Ich weiß nicht, inwiefern Sie solche Öffentlichkeitsarbeit machen. Das wäre sicherlich wichtig. Denn je mehr die Leute wissen über diese Geschichte, Sie sagen ja selbst, dass Ihnen das zum Teil eben jetzt neu war, wenn man das mehr in die Öffentlichkeit bringen kann, wie man das effektiv macht, ist die nächste Frage. Mhm. Aber ich glaube zum Beispiel, dass tatsächlich die Sammlungen selbst da einiges zu leisten können. Also Herr Redis, glaube ich, hat das mit seiner neuen Sammlung jetzt gemacht, mit der Neugestaltung der Sammlung, dass da die Bevölkerung auch wirklich jetzt so Zugang hat und auch kontextualisiert diese Geschichte sehen kann. In Tübingen, das Beispiel vom Gräberfeld X, finde ich persönlich sehr interessant. Die haben da eine Zusammenarbeit gehabt zwischen Medizinstudierenden und Geschichtswissenschaftlern. Gendersternchen. GeschichtswissenschaftlerInnen. Jedenfalls haben die eine wirklich gute interdisziplinäre Zusammenarbeit gehabt, um diese Ausstellung zur Anatomie im Nationalsozialismus zu erstellen. Hochkreativ, Studenten enorm engagiert. Also mit ein bisschen gutem Willen und Kommunikation kann man da, glaube ich, sehr viel machen und neue Ideen auch einbringen. Also da du mich direkt ansprichst, sage ich kurz auch was dazu. Also ich fände es jetzt schwierig, das so in einen Topf zu werfen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, man kümmert sich um koloniale Human Remains und um Human Remains aus der NS-Zeit so als einen Topf, ne? Und ich meine, da müsstet ihr jetzt sagen, zu eurer Institution, die hat ja eine bestimmte Geschichte, wo es also erstmal um Raubkunst aus dem Kolonial, aus dem NS-Kontext geht und dann eben um Kolonialkontext ein bisschen weiter gefasst, wie das in dieser Institution zusammenzubringen ist, das müsstet ihr natürlich sagen. Also der Punkt, der beides zusammenbringt, wäre die Frage der sensiblen Sammlung. Das ist ja offensichtlich die Frage, die vorhin anklang, soll man Sammlungen generell untersuchen? Natürlich, eigentlich schon. Und wenn man das tut, dann muss man natürlich für diese beiden Bereiche sensibel sein. Ich würde Sie ungern in einen Topf werfen, aber unter dem Label sensible Sammlungen wäre es sicher sinnvoll, das beides zu betrachten. Ja, Herr Reddys, sprechen Sie gerne. Ja, es gäbe vielleicht einen Punkt, wo noch mehr gemacht werden könnte. Und das ist die Zusammenarbeit zwischen den Herkunftsländern der menschlichen Gebeine, die wir haben, und den entsprechenden Institutionen hier in Deutschland. Da läuft wenig. Also wir sind auch gefragt worden, zum Beispiel, ja, warum haben Sie denn nicht mit Namibia von vornherein zusammengearbeitet? Da wussten wir auch nicht so genau, was wir sagen sollten dazu. Irgendwie sind da psychologische Hemmnisse auch, um konkret diese Zusammenarbeiten zwischen Herkunftsgemeinschaften und unseren Instituten, unseren Einrichtungen hinzubekommen. Und das ist auch deswegen wichtig. Was Nationalsozialismus und Opfer angeht, ist es ja ein relativ enger Kulturkreis, aus dem die Opfer stammen, nämlich jüdisch-christliche abendländische Kultur. Während wenn man zum Beispiel aus Afrika oder die indigenen Gemeinschaften anguckt, haben die ein völlig anderes Verständnis von menschlichen Überresten, von Toten, wie weit die
Präparate beseelt sind, wie weit Bilder von menschlichen Körpern von Verstorbenen beseelt sind und so weiter und so fort. Da gibt es ja viel, wo wir überhaupt keine Ahnung von haben, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und das würde auch helfen, denke ich, gegenseitiges Verständnis zu produzieren. Und vor allen Dingen dann die Frage, was wird mit den Human Remains dann hinterher gemacht, wenn sie mal restituiert werden, ist es vielleicht dann etwas klarer auch für uns, was da erwartet wird. Da möchte ich nur noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, Herr Redis, wo Sie das ansprechen, den verschiedenen Auffassungen der verschiedenen Bevölkerungen. Da können auch Anthropologen als Mittler sozusagen helfen, denn die haben da öfter schon zu geforscht. Deswegen finde ich das immer sehr eindrucksvoll, wenn ich mit Anthropologen arbeite. Und der Begriff sensible Sammlung kommt ja aus. Ich zumindest habe zum ersten Mal im Zusammenhang mit den Ausstellungen vom Naturhistorischen Museum in Wien gesehen, von den Anthropologen dort. Also insofern, wie gesagt, ich halte das für eine sehr glückliche Zusammenarbeit. Ja, danke für die Einschätzungen. Ich hätte noch eine Frage, die thematisch ein bisschen anders ist. Und zwar bei uns im Bereich koloniale Kontexte ist die Diskussion jetzt sehr stark im Brand, ob man bei der Provenienzforschung, bei der Identifizierung von Personen invasive Methoden, also zum Beispiel DNA-Analysen, zulässt oder nicht. Und da kann man sehr unterschiedlicher Ansicht zu sein. Mich würde zum einen so ein bisschen interessieren, ob es in dem NS-Bereich sowas schon mal gab, also dass wirklich eine Identifizierung aufgrund von DNA-Analysen gelungen ist zum Beispiel. Und dann vielleicht auch an Sie, Frau Hildebrand, so ein bisschen die Frage, wie die Diskussion dazu in den USA verläuft. Also jetzt vielleicht auch wirklich übergreifend über diese verschiedenen Themengebiete, afroamerikanische Burial Grounds, Anatomie und so weiter. Also DNA-Analyse im nationalsozialistischen Kontext ist mir nicht bekannt. Da weiß aber vielleicht Andreas Winkelmann mehr zu. Was die USA angeht und die Diskussionen hier, nicht ohne die betroffenen Gruppe vorher ausfindig gemacht zu haben. Also das kann nicht die Kuratoren können nicht entscheiden, ob eine invasive Analyse erlaubt ist. Das muss mit den mutmaßlichen betroffenen Gruppen verhandelt werden und gehört werden. Aber dann gibt es durchaus Beispiele, wo das durchgeführt wurde. Gute Frage. Augenblick. War das nicht mit dem Schädel aus Deutschland da? Der Naja, also deutsche wir haben jetzt Ja, tatsächlich gerade einen Fall in genau. Deutschland gehabt, Ja, weswegen die Diskussion bei ja. uns auch Ich gerade kann sehr fragen. Ich aktiv kann ist. mich gerne umhören. Das weiß ich im Moment nicht aus dem Kopf. Hm. Weiß nicht. Andreas, weißt du was? Nein, also ich kenne jetzt auch keinen weiteren Fall, außer dem einen nach Namibia halt. Achso, Wir also und die Mangi Meli, wie heißt das? Also da gab es ja Untersuchungen, genau, das weißt du besser. Aber. Ja, genau. Wir hatten jetzt halt gerade den Fall in Deutschland, wo eben eine familiäre Zuordnung tatsächlich gelungen ist zu einer Familie aus Tansania. Und das war aber für uns so ein bisschen der Präzedenzfall tatsächlich für die deutsche Debatte und die kolonialen Kontexte, wo das tatsächlich gelungen ist. Und genau deswegen hätte mich einfach, ne, sozusagen der internationale Blick einfach interessiert. Muss ja nicht unbedingt NS-Kontexte sein, ne? Könnten ja auch viele andere problematische Kontexte sein, wie das so diskutiert, erprobt wird, ob es da Erfolgsgeschichten Weiß, dass es gibt. da verschiedene, ich weiß, wir haben das diskutiert, aber immer gut ist zu fragen, da wäre die Susan Pollock in Berlin, die hat darüber ja auch geschrieben. Die hat das ja ausgeschlossen für diese Knochenreste, die in der Ihnestraße 22 gefunden wurden. Aber die hat darüber geschrieben, die weiß sicherlich mehr zu dem Thema. Wie gesagt, ich muss zurückverweisen an die Anthropologen. Und Susan Pollock arbeitet in Berlin, aber ist Amerikanerin. Und ich weiß auch, dass zum Teil die indigenen Stämme in den USA unterschiedliche Auffassungen haben von dem, was ich gehört habe. Eine Sache noch, die ich von mir aus nochmal, aber wir sind out of time hier, sehe ich gerade. Sie dürfen auf Aber jeden Fall noch was sagen und fragen. Ja, nee, was
Ihre Kollegin vorhin erwähnte, der Versuch eben diese menschlichen Überreste zu behalten, solange sie noch nicht identifiziert sind. Ich halte das für sehr wichtig. Hier an Harvard ist die Rede davon, dass ein spezieller Raum geschaffen wird für die Human Remains, von denen unklar ist, ob sie aus einem Unrechtkontext stammen. Und dass da eventuell betroffene Familien sie auch besuchen können zum Beispiel. Der ist noch nicht geschaffen, der Raum. Aber ich glaube, da muss man ganz neu drüber nachdenken, was ganz Neues schaffen im Zweifelsfall. Ich weiß auch, Herr Redis hat darüber nachgedacht. Ich glaube, Herr Redis, Sie haben einiges dann auch sozusagen in Aufbewahrung genommen, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Ihrem Paper in Ihrer Sammlung. Soweit sind wir noch nicht gekommen. Ich möchte aber, also es ist natürlich so, dass wir separieren, was immer verdächtig ist, und das gesondert aufbewahren und auch nicht irgendwie bestatten, ohne dass wir Nachforschungen gemacht haben. Das ist, glaube ich, Standard mittlerweile. Ja. Aber ich sehe auch die Notwendigkeit, gerade was den kolonialen Kontext angeht, irgendeine Art von Gedenken oder Gedenkmöglichkeit zu ermöglichen. Genau. Für die Präparate, die nicht zurückgeführt werden können. Und meine Einschätzung ist, dass das sehr viele sein werden. In den wenigsten Fällen wird man wirklich eindeutig zurückführen können und einer Herkunftsgemeinschaft ihre Vorfahren sozusagen, die Überreste ihrer Vorfahren zurückzugeben. Und für alle anderen bräuchte man eine Gedenkstätte. Und ich denke, das Sinnvollste, zumindest in Deutschland, wäre das irgendwo zentral zu machen, vielleicht in Berlin oder so. Und nicht an jeder kleinen Institutionen, ein kleines Räumchen, sondern das wäre eine politische Aufgabe, die Sie weitergeben könnten vielleicht, dass da etwas geschaffen wird, wo dann die Gebeine hinkommen, die wir bearbeitet haben, aber die wir nicht zuordnen konnten. Dafür gibt es insofern Präzedenz jetzt in einem ganz anderen Bereich, aber zum Beispiel hier in den USA gibt es viele anatomische Institute, die Embryonenkollektionen haben und die nicht mehr benutzen. Und statt die jetzt einfach in Anführungsstrichen zu entsorgen, hat jetzt ein Kollege sich bereit erklärt, sie zu übernehmen erstmal, um bis man weitere neue Ideen hat. Also insofern denke ich, muss man da einfach, wie gesagt, nochmal ganz neu drüber nachdenken. Aber ich denke, das wäre ein guter Anfang, der Vorschlag, den Sie machen, Herr Riedis. Ja, also wir kennen ja die Beispiele aus Australien und Neuseeland zum Beispiel, wo es tatsächlich diese zentralen Aufbewahrungsorte gibt für menschliche Überreste, die nicht weiter zugeordnet werden können. Und ich finde es auch für den deutschen Kontext eine total bedenkenswerte Idee, so einen zentralen Gedenkort einzurichten. Ich habe manchmal ein bisschen die Befürchtung, dass das in der politischen Diskussion mit einem "Wir bestatten es auch gleichzeitig alles" einhergeht. Das ist so ein bisschen die Diskussion, wie ich sie wahrnehme. Und ich persönlich, und das geht so ein bisschen zu dem, was wir vorhin auch gesagt haben, dass natürlich eigentlich die Identifizierung immer noch irgendwie das sein müsste, wonach wir irgendwie streben müssten. Und ich habe ein bisschen Angst, dass so eine zentrale Gedenkstätte dazu führt, dass man diese Bemühungen dann einfach unterlässt und sozusagen sagt, nee, hier kommen wir sowieso nicht weiter und wir hören jetzt auch auf. Aber wenn man sozusagen diesen Fallstrick umgehen könnte, dann denke ich, spricht auch einiges für so eine zentrale Gedenkstätte, weil ich völlig bei Ihnen bin. Wir werden leider sehr viele Individuen haben, die wir nicht genau zuordnen können, auch nach angestrengtester Provenienzforschung. Und wir kennen, glaube ich, auch alle die Aufbewahrungssituationen in vielen dieser Sammlungen, kleineren Museen und so weiter, wo man sagen muss, dass eine Bemühung um eine angemessenere Aufbewahrung auf jeden Fall sowieso schon mal zu unterstützen wäre. Und das kann man vielleicht am ehesten in einer zentralen Einrichtung, wo man sich dem auch wirklich widmet. Das waren jetzt meine etwas unsortierten Gedanken zum Schluss. Genau, würde das aber vielleicht auch als Überleitung nehmen, um zu fragen, ob noch jemand sonst aus dem Publikum unsortierte Gedanken oder Kommentare hat, die er oder sie noch loswerden möchte, wenn es schon keine konkreten Fragen mehr zu geben scheint. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber es sind fast alle bis zum Schluss da geblieben. Das spricht ja doch immer für Interesse am Vortrag und an der Thematik. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Hildebrand, für den Vortrag und bei unserem kleinen inoffiziellen Panel hier,
was sich an Ja, der danke Diskussion schön. so rege beteiligt hat. Das hätten wir nicht besser planen können. Das ist sehr schön gewesen. Also vielen Dank dafür und auch für die Anregungen und Ideen zum Zusammendenken der unterschiedlichen Bereiche. Und damit, genau, wünsche ich allen einen schönen Abend und noch eine schöne Adventszeit und dann hoffentlich auch einen schönen Jahreswechsel. Danke. Tschüss. Herzlichen Dank, schönen guten Abend. Tschüss. Tschüss.